Moin Leute, Timex hier. Wir sind immer noch im Format, wenn ich lache, bekommt ihr 100 Euro. Wir haben es nicht vorgefiltert, wir haben jetzt 112 Clips durch. Zweimal habe ich gelacht und ein dritter war sehr stark. Der Strobel kommt gleich dazu. Der Strobel ist ein Problem, der lacht fast über alles. Auch je unlustiger es etwas ist, desto heftiger lacht er. Der Strobel kommt gleich dazu. Er darf lachen, ich nicht. Könnte schwierig werden. Einsendungen sind zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet. Ja. Kannst du die immer sehen? Ja. Okay, chillig. Oh, yes, there is. And there's evidence of it. Hello there. Ooh. Boah, das war sehr close, dieses Wuh-Wuh-Wuh war sehr close. Was? Ja, doch, das ist so mein Humor, weil es so stumpf ist und einfach alte Menschen und so, und die wissen nicht, was abgeht. Okay, gut. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Es ist Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Kannte ich auch schon. Das kann ich nicht. Das packe ich nicht. Ja, das war. Ich kannte sie. Ich kannte ihn auch, aber er ist zu gut. Ich wusste, dass sie hinfällt. Ich musste aber schon lachen, weil sie so scheiße aussah, als sie reinkam. Ja, vor allem auch als Oh Mann, wie dumm, Alter. Das kann nicht sein. Ich habe schon vorher gelacht, weil ich muss. Weil ich keine Ahnung, Alter. Das ist zu witzig. So Fails im Live-TV, die kriegen mich immer. Das Ding ist, sie hat sich bestimmt die ganze Zeit gedacht so, ich darf alles, aber nicht hinfallen in der Live-Show, ne? Oh, sie ist die Beste, die allerbeste Mountainbike-Fahrerin Deutschlands. Oh, es ist unangenehm. Bei Nervosität bei der Treppe, aber normalerweise wäre das kein Problem gewesen. Nee, ich konnte es ja nochmal probieren. Genau, würde ich sagen, jetzt den Anfang, verpatzter Anfang, nochmal. Wenn es nochmal passieren würde, wäre es viel witziger. Das wäre zu heftig. Regina Stiefel. Du hast erstens gedacht. Ich wusste es! Ja. Das schneidet der Wichser! Das war gut, der schneidet das so! Das war echt, das war stark geschnitten! Der Assi! Ja, spätestens da hätte es mich zerlegt. Gut, dass ich direkt am. Ich hab gelacht, bevor sie einmal hingefallen ist, und sie fällt den Clip zweimal hin. So gut geschnitten, Wahnsinn. Ja, Props geht raus. Er hat's geschickt. Super Typ. Wer ist das? 999 Trees. Glückwunsch, 100 Euro für dich. Stark. Also, trotz dessen, dass er so gut geschnitten war, habe ich trotzdem schon vorher gelacht. Diese Mühle, Chat. Scheiße. Scheiße, direkt verkackt, direkt back-to-back verkackt. Voll verkackt. Was macht er denn da? Okay, scheiße. Okay. Scheiße. Warum Echt? Macht er das im Stream? Das ist so witzig. Was macht er denn da? Ich hatte den nicht. Was macht er denn da? Was macht er? Die Mühle? Scheiße, was? Was für eine Mühle? Kurz zusammen, das ist doch keine Mühle. Mit beiden Händen? Was zum Fick? Ja, stimmt, du machst doch mit einer Hand die Mühle und drehst. Ja, scheiße. Ich war vielleicht noch ein bisschen angecrackt vom Ding davor. Glückwunsch an Toki Proof, auch 100 Euro. Hä? Von 134 Clips habe ich nur viermal gelacht und zweimal hintereinander. Jetzt reiß dich zusammen, Chef Strobel. We're filling up this computer with beans. What is going on? Oh, man, I'm gonna tell him that you're working on and telling me the power supply. Oh Mann, gosh. Ich pack's nicht! Scheiße, yeah, was ist jetzt? Wait, come here for a minute. He said it's power. Huh. Have you ever opened this computer up before? Mann! I'm gonna open it up and show you something I've never seen before in my life. What? What? What is all this? This is not supposed to be inside a computer. This is beans inside. It's not like to help the computer stay cool or anything. No, what's under these? That's the motherboard, and actually... These are the motherboards? No. All of this stuff you're seeing, this pile of... Oh, scheiße. No, this is food. This is beans. Someone put beans inside the computer. Oh, Er macht's gut. Scheiße, was ist denn jetzt? Das ist aber auch echt ein guter Wertschiff. Ich hasse, kann das da einfach Bohnen drin sind. Vor allem, er hatte einfach so... 10 Dosen Bohnen und füllt sie da rein. Wie hat er es geschafft, nicht zu lachen? Was ist denn jetzt? Das ist fies. Die Mods haben einfach drei Brecher hintereinander getan. Baumspitze, 100 Euro für dich. Glückwunsch. Scheiße, was? Kurz Pause, kurz runterkommen. Ah, die waren aber auch alle stark. Oh Mann, ey. Scheiße, der Techniker und so, weißt du? Ja, auch. Mach das selber. Ja, komm her. Ich hab's noch nie gesehen. Oh, fuck. Dreimal hintereinander. Was ist das denn? Alter, leck mich. Okay, jetzt Fokus. Ja,
Das ist eher eklig als witzig. Was zum Fick? Der war sick. In Rudolstadt. Das pack ich immer nicht. Ich krieg's nicht hin. Im Live-TV-Lacher. Das ist zu hart. Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. 2 Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille im Steuer. Auch sie verlor ungegen ihren Führerschein. Entschuldigung. Das ist so unfair. Das mag ich nicht. So eine Scheiße. Ich muss halt lachen, weil der Typ muss sich so zusammenreißen. Waldfest auf der Hohen Asch. Das Forstamt Kaltennordheim war damit in der Rhön. Seine Mutter hat Forstfest. Er packt's gar nicht mehr. Oh Mann. Die dem Naturschutz nicht widerspricht, neben Ausstellung zum Thema Wald, wurde dem Besucher eine Umfangskultur gekommen. Er schafft es nicht mehr. Alleine der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. Das sollte nicht so sein. Oh Gott. Ich pack's nicht. Ey, guck mal, wie gut er sich zusammengerissen hat. Dass der Typ, der Mann hatte 5,5 Promille. Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auf sie verlor und... Da hat sie zerrissen. Oh Gott. Der Mann hat 5,5 Promille. Verliert seinen Führerschein, dann fährt die Frau mit 2 Promille. Wahnsinn. Beide verlieren Führerschein mit einem Auto an einem Abend. Er hat's noch richtig gut gemacht. Aber danach bei dem scheiß Waldspektakel hat sie zerrissen. War die Comedy killed, ne? Er hat's nicht mehr geschafft. Oh fuck, ich hab richtig Kopfschmerzen. Scheiße, der ist stark. Mächtig. Lino 139. Ein unfassbar krasser. Kannte ich noch nicht. Ich kenne super viele Live-Tier. Kannst du den? Ja, den kannte ich. Also ich hab ihn schon mal gesehen, aber schon lange nicht mehr. Aber das ist auch einfach eine geile Story, dass er mit 5 Promille gecatcht wird nach seiner Frau mit 2,5. Oh, und dann ist es noch ein Nachrichtenleser, der nicht lachen darf. Das ist zu krass. Raucherfahren ist Männersache. Da lässt er sich nicht helfen. Hey. Oh, Scheiße da! Hey. Scheiße! Leck mir los! Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72 ein Kraftakt. Los, weg! Den kann ich halt auch schon. Ja, safe kennt man den Klassiker. Alt, aber sehr, sehr gut. Äußerst gut. Walter Frosch kurz vor der Pause noch der Ausgleich. Er ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen. Aber Speise hat wir nicht mal zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Legende, Walter Frosch ist Legende. Wahnsinn, ich hatte es nicht mehr im Kopf. Echt nicht? Ich wusste, dass er Kippen in seiner Stutze hat. Ja. Aber ich wusste nicht, dass er so redet. Ich wusste das doch. Das hat mich fast zerrissen, Alter. Das hat mich fast zerrissen. Ich bin gestorben, glaube ich, oder 4. Ach du Scheiße, Alter. Ich kenne die Kippen in der Stutze, aber ich stimme dazu. Wow. Einfach voll gekotzt. Scheiße! Du Wichser! Du bist ein Wichser! Ja, er hat richtig viel gekotzt! Ich sehe ihn doch! Hättest du nichts gesagt, hätte ich nicht gelacht! Du Assi! Ich hab's doch schon geschafft! Nein, der war nicht. Digga, wie viel kotzt der? Ey, das hab ich aber gebrochen! Good vibes only! Oh Mann! Scheiße! Ich wollte eine geile Insta-Story aufnehmen, der Hund kotzt alles voll! Digga, das Auto ist so... Das Auto kriegst du nie wieder sauber. Du Assi, Alter. Du hast mich übel reingeregt. Ich hab's schon geschafft. Digga, das ist ja Wahnsinn. Okay, fuck. Das war ein guter Unterwitz. Das war ein sehr guter. Good Vibes Only. Good Vibes Only hat's gekriegt. Also, ohne das Good Vibes Only hat es geschafft. Wer war das? Jupiter TRXP. Glückwunsch, 100 Euro. Alter. 1, 2, 3, 4, 5. 500 Euro schon. Richtige Antwort, 500 Euro.
Scheiße! 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 Das Kurz haben wir auch echt gut eingefügt. Oh Mann! Der hat's null mit seinen Augen verfolgt! Fuck! Was ist das? Der ist doch geisteskrank stoned, Alter. Der hat die Lampe nicht gesehen. Der hat sie noch nicht mal gesehen. Oh Mann! Der ist so auf einem anderen Planeten, Digga. Ja, der ist so zugedröhnt. Der versteht gar nichts mehr. Oh Mann, was? Das gibt's doch nicht. Wo kommen die ganzen Clips her? Ich kenne die alle nicht. Kannst du den auch? Nee, den kannte ich nicht. War ein guter. Oh Mann, der Discord-Sound. Das wäre ja, scheiße. Der war auch echt gut eingefügt. Ja, ja, scheiße, scheiße, scheiße. Ein kleines L, Scrim, kleines L. 100 Euro für dich. Scheiße. Boah, das ist cringe. Ich hätte so gern eure Twitch Prime Subs jetzt. Ich hätte so gern eure Twitch Prime Subs jetzt. Oh Gott, fuck, Romatra, der guckt auch so in die Kamera und der weiß nicht, was er machen soll. Hä? Wo kam der denn her, Junge? Scheiße, Alter, scheiße. This is the fruity one they have. Whoa. Whoa. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, ich muss bei sowas reißt, zerreißt sich. Es ist so unabsichtlich lustig, weißt du? Er will irgendwie so ein Review machen von irgendeiner Scheiße. Ja, ja. Oh Mann, Alter. Und seine Reaktion, scheiße. Kanntest du den? Nee, den kannte ich nicht. Oh, fuck. Er ist Comedian. Der hat sogar TikTok. Ja, er hat das perfekt geacted, Alter. Scheiße, scheiße. Der macht sowas mit Absicht. Ja, ist zu gut. Alte Leute, da rechnet man nicht, dass sie es mit Absicht machen. Wow. Wow. Von wem kam der? Jonas 590. Glückwunsch, 100 Euro für dich. Scheiße, was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben gesagt, bei wenn ich 7 Mal lache, ist zu Ende, haben wir gesagt. Ist die Folge zu Ende. Okay, nice. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Waren wirklich ein paar Banger dabei, wirklich. Ja, waren ein paar gute. Aber es waren jetzt auch, guck mal, ich habe ja vorhin schon nochmal gelacht, zweimal. Diese Folge 7, insgesamt 9. Ja, 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 ja. Gut eingesendet, Leute, gut eingesendet. Schöner Gastauftritt, Chef Strubbel, sehr gut. Seitdem du da warst, habe ich einfach 400% mehr gelacht. Es waren einige dabei, wo ich eigentlich hätte gelacht, aber weil ich in der Nicht-Lachen-Challenge war, habe ich dann auch nicht gelacht. Ja. Ey, sehr, sehr stark von den Mods, die sich über 1000 Clips reingezogen und sortiert. Sehr, sehr geil. Und insgesamt 900 Euro an die Community raus, auch geil.